Moin, mein Name ist Nico der Profi und ich zeige euch heute, wo ihr auf Ragnarok bei Ark Survival Evolved Griffins finden könnt. Wir fliegen einfach schon mal zum ersten Spot hin. Ich will das so zusammenschneiden, dass wir die Flüge natürlich nicht mit drin haben. Aber es sei mal kurz vorher gesagt, dass wenn ihr dort an diesen Orten keinen Griffin findet, wartet einfach ein bisschen, kommt an einem späteren Zeitpunkt wieder oder sucht einfach an einem anderen Ort. Dann werdet ihr bestimmt einen finden. So, das ist ja mein erster Spot. Wir sind hier in Idana. Ich zoome euch das mal ran und zeige euch mal auf der Karte, wo wir genau sind. Also hier befinden wir uns in dem Bereich. Könnt ihr das Viereck ganz gut sehen oder die Koordinaten, in der wir sind. Das Ganze ist in der Nähe von dem grünen Beacon. Ich zeige euch auch eben mal, wo ich genau immer mein Griffin finde, wenn denn einer da ist. Und in der Regel ist hier neben dem See, ist hier so eine kleine, ja, nicht Steinwand, aber so eine kleine Steinkonstruktion. Und hier unten sind auch Blumen. Und hier hält sich der Griffin eigentlich immer auf in dem Bereich. Das heißt, hier könnt ihr gucken, ich habe hier bisher eigentlich immer einen gefunden. Und diesmal ist auch einer hier, den wir auch hier sehen. Welches Level hat er? Level 145. Der nächste Punkt ist hier Upper Hidana. Wir sind eben hier ein bisschen weiter hochgeflogen. Auf der Karte sieht das dann so aus. Also wir sind einfach einen Quadranten weiter nach oben gegangen. Und hier habe ich auch in dem Video, was ich gemacht habe, wie man den Greifen zähmen kann, auch meinen Greifen gefunden. Der war dann hier unten in dem Bereich. Allerdings ist jetzt hier keiner. Also würde ich euch empfehlen, dann hier einfach ein bisschen weiter rumzufliegen. Da waren sogar in dem Video dann zwei Stück. Ihr könnt dann auch oben aufs i klicken, um zu sehen, wie man die dann zähmt, falls ihr das noch nicht wisst. Aber hier in dem Gebiet halten sich auf jeden Fall auch Griffins auf, auch wenn da jetzt hier zum Beispiel ein Agentarbiss ist, der doch noch gerendert wird. Also einfach mal hier oben ein bisschen rumfliegen, dann solltet ihr unter Umständen einen finden. Wenn ihr hier oben keinen findet, könnt ihr einfach zu Ort Nummer 3 weiterfliegen. Und Ort Nummer 3 ist hier. Viel Spaß beim Aussprechen des Gebiets. Oh, The Ivory Crack heißt es doch auf einmal. Ich nenne es einfach mal den Canyon. Und zwar immer hier im unteren Bereich. Auf diesem kleinen Stück finde ich Griffins. Beziehungsweise hier verteilt im Canyon sollten sich Griffins auch befinden. Ich zeige euch das nochmal auf der Karte. Das ist auch nicht weit entfernt von dem dritten Ort. Das heißt, wir sind jetzt von dem Quadranten ein bisschen weiter diagonal nach links oben gegangen. Und wie gesagt, wenn ihr auf Anhieb hier keinen Griffin findet an dem Ort, wo ihr hingeflogen seid, schaut entweder nochmal später vorbei oder fliegt einfach zu einem anderen Spawnort von den Griffins. Ich glaube, es ist so, dass nicht immer alle Spawnorte auch besetzt sind. Zum Beispiel haben wir jetzt beim ersten eben Griffin entdeckt, beim zweiten und dritten allerdings nicht mehr. Aber ich habe tatsächlich bei allen drei Orten auch schon Griffins entdeckt und laut der Spawnmaps sind die da auch verteilt auf jeden Fall auf diesen Orten. Spawnort Nummer 4 ist Dog Rag Valley. Und ich zeige euch das auch nochmal auf der Karte. Da sind wir jetzt hier. Wir haben uns jetzt ein bisschen aus dem Canyon bewegt. Sind von da aus gesehen zwei Quadranten weiter nach rechts gegangen. Und hier in dem Bereich sollen auch Griffins spawnen können. Allerdings habe ich hier noch nie einen Griffin gesehen. Aber dennoch sollen laut Spawnmap, die ich euch wie gesagt verlinke, hier auch Griffins spawnen können. Das heißt, vielleicht habt ihr Glück und ihr findet hier einen. Also einen Griffin habe ich jetzt hier nicht gefunden, dafür ist aber vor mir jetzt ein Quetz aufgetaucht. Also das vielleicht auch nochmal als Tipp, wo man vielleicht noch einen Quetz herbekommen könnte, falls ihr noch keinen habt. Als nächstes befinden wir uns bei Hero Urise. Und auf der Karte sieht das wie folgt aus. Wir sind jetzt nicht viel weiter weg von dem, wo wir vorher waren, aber hier ist auch schon ein neuer Spawnort wieder. Und hier können sich am gesamten Berg quasi auch wieder Griffins befinden. Wir gucken jetzt einfach mal zusammen, das ist der Quetz, den ich vorhin angesprochen habe oder eben angesprochen habe. Auf jeden Fall besteht hier die Möglichkeit rundherum, dass hier Griffins spawnen können. Spawnort Nummer 6, da sind wir jetzt hier bei Titan's Rise und da unten wird auch der Griffin schon von Alus platt gemacht. Ich zeige euch das auf der Karte, wo wir uns befinden. Wir sind jetzt wieder ein Stück weiter nach oben, ich glaube wieder einen Quadranten weiter nach oben gegangen. Und wir schauen uns das mal aus der Nähe an. Ja, da haben wir jetzt noch den zweiten Griffin in dem Video gefunden. Tatsächlich wurde der von den Alus da unten getötet. Hier ist auf jeden Fall, ich zeige euch nochmal ein bisschen die Landschaft. Hier ist auf jeden Fall auch noch eine weitere Möglichkeit, wo ein Griffin spawnen kann. Jetzt habt ihr gesehen, hier unten ist er gewesen. Das ist hier in der Nähe von dem großen Wasserfall sozusagen. Der dann hier unten ist. Also ihr habt da auf jeden Fall 6 Möglichkeiten. Meine Lieblingsorte auf jeden Fall sind 1 bis 3. Der 6.
Ja, da haben wir Glück gehabt heute, aber ich bin auf jeden Fall Fan von 1 bis 3, weil ich habe da bisher immer meine Griffins gefunden, wenn ich einen brauchte. Und vor allem, den wir jetzt ja gesehen haben, der war ja auch sogar Level 145. Das sind soweit dann die Spawnorte für die Griffins auf Ragnarok bei Ark Survival Evolved. Wenn dir das Video gefallen hat, kannst du gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und wenn du mehr von diesen Videos sehen möchtest, würde ich mich auch über ein Abo von dir freuen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.